Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge The Hunter Call of the Wild. Meine Lieben, wir werden ein bisschen in das Gelände gehen heute und ich werde mit euch zusammen ein Spielchen spielen. Und zwar werden wir ein bisschen durch die Wildnis gehen, in Hirschfelden aktuell. Ja? There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Ja, meine Lieben. Und ich erkläre euch heute mal, wie funktioniert es mit The Hunter. Wir sind hier mitten im Nirgendwo, möchte ich fast sagen. Das bedeutet, wir werden hier einfach mal ein bisschen... Mist. Da vorne ist das Reh hin. Wir haben es gerade verjagt, leider. Wir gucken nochmal. Hier irgendwo war das Reh. Da ist es gerade hin. Ich habe es leider verloren. Wir haben es leider verscheucht. Ihr seht unten im Radar eine grüne Fahne von unserem... Oh, ist das schön. Eine grüne Fahne von unserem... von unserem Punkt weg. In diese Richtung, wo ich schaue, schaue ich jetzt voll in diese grüne Fahne. Ihr seht hier der Wind. Wenn ich jetzt mich so drehe, kommt der Wind, ihr seht das an dem Laub ganz gut, kommt der Wind jetzt von vorne. Drehe ich mich jetzt so, kommt jetzt der Wind von rechts. Also wird uns von unserer Position aus eine Duftspur nach links verzogen. Und zwar in die Richtung, in die diese Fahne von unserem Punkt aus zeigt. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir stinken. Und das finden natürlich die Tiere weniger geil. Und in diesem Falle haben wir natürlich auch eben Sorge dafür zu tragen, dass wir nicht so arg stinken. Boah, ist das cool. Ja, also zumindest, wenn wir jagen, dann immer in die Richtung, dass der Stinkpfeil nach hinten zeigt oder in eine andere Richtung. Und das ist wichtig. Okay, worum geht es in dem Spiel? Wir sind Jäger. Wir werden hier in unserem Reservat, sollen wir unsere Tiere jagen, die wir halt eben gerne jagen würden. Und wir werden hier viele Tiere finden. Wir gucken jetzt mal gerade, aktuell Fernglas haben wir, haben so eine Quäke haben wir. Und wir haben... Keine Ahnung, was das war. Listen, did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Hier ist irgendwo ein Tier. Ich höre es. Wir sind in der Hocke. Bewegen uns jetzt ganz langsam. Hier ist direkt irgendwo ein Tier. Und jetzt gehen wir ins Unterholz, meine Lieben. Und wir erzeugen dadurch auch natürlich Krach. Okay, wir haben eine Spur. Und wir kriegen jetzt hier XP-Bonus. Und hier vorne ist irgendwas. Irgendwas ist direkt vor uns. There are lookout points spread out all over the reserve. Wir müssen die Augen offen halten, meine Lieben. Vor diesem hier. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Wir haben allerdings keine Blutspur, denn wir haben das arme Tier hier zerlegt. Und zwar durch den Kopf. Oh, durch den Kopfschuss. Es tut mir in dem Fall tatsächlich leid. Wir haben ein weibliches Reh erwischt. 14 Kilogramm, Fellart normal. Verfolgungsdistanz 24 Meter. Schwierigkeit 1, trivial. Trophäenart keine. Trophäenwertung auch keine. Wir haben das Reh erwischt und... Wow, you're a fast learner. Haben hier irgendwas entdeckt, glaube ich. Hier ist irgendwas... Der Boden schaut ziemlich ausgetreten aus. Und wir können hier unsere Missionsliste einsehen zum Beispiel. Dann könnten wir hier unser Inventar prüfen. Wir haben Waffen auch aktuell am Start. Wir haben sonst nicht viel. Wir haben Fähigkeiten. Ich habe da schon mal ein bisschen rumgespielt. Einen Fähigkeitenpunkt ausgegeben haben wir aktuell. Lauerjäger könnten wir hier zum Beispiel einen Duftblaster noch zum Beispiel. Oder Pirscher. Wir suchen halt unsere Spuren selber. Wir könnten natürlich jetzt, hätten wir Fähigkeitspunkte, wir haben ja keine, könnten wir weiter investieren. Vorteile gibt es auch, also auch nochmal ein richtiges
System hier dahinter legt, Gewehre zum Beispiel, Muskelgedächtnis haben, wir kontrolliertes Atem, auch eine sehr wichtige Sache, Nulldistanz, Vorhalt, konzentrierter Schuss, solche Sachen könnte man lernen. Wir haben hier einen Kodex, da kannst du nochmal alles nachlesen über Sachen, die du schon immer wissen wolltest. Ja? An diesen zum Beispiel, was ist ein Dammhirsch, was ist ein Rothirsch, was ist ein Fuchs? Übrigens, Füchse zu erledigen, die beißen ganz, ganz wild, gemein. Wildschwein habe ich noch keinen gesehen, Schwarzbären natürlich auch noch nicht und so weiter. Jagdclub hätten wir hier einen. Muss ich sagen, habe ich noch nie reingeguckt, weiß ich noch nicht. Ansonsten, wir haben 3339 Kröten und wir haben 1215 EP, Stufe 2 sind wir aktuell. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mir hier einen Wegpunkt hinsetzen, aber ich würde mir auch ganz gerne dahin einen Wegpunkt setzen. Da war ich nämlich auch noch nie und da gibt es irgendwas zu entdecken. Und das ist in 500 Metern. Und wir nähern uns jetzt einfach hier mal dieser Prärie und gucken mal, was wir auf dem Weg dorthin in diesen 500 Metern entdecken. Das Spiel mag nicht spannend sein. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, das ist nicht für jeden was. Wenn ihr Bock auf Simulationen habt, ja, dann werdet ihr hier absolut glücklich werden, denn das Spiel simuliert den, ja, einen Jäger. Und da ist, ist kein Call of Duty, es ist kein Battlefield, da sind sich alle einig, aber es ist ein verdammt geiles Spiel, wenn man sagt, man möchte mal so ein bisschen als Jäger durch die Gegend laufen und sich mal ein paar Sachen angucken, weil vielleicht findet man ja hier zum Beispiel gerade ein Reh und dann kann man das eben erlegen, ja, wenn man möchte. Aber die actionreiche Spannung ist da eher im Simulationsbereich anzusehen. Das heißt, das ist für euch, wenn ihr Bock drauf habt, ja, ein durchaus geiles Spiel. Ihr seht auch unten rechts, seht ihr so ein Lautstärke-Symbol. Ja, das ist zum Beispiel eher dafür gedacht, ihr erzeugt ja während des Laufens auch Lautstärke, wenn ihr in die Ducke geht oder in die Hocke geht, ist natürlich leiser. Ja. Ihr werdet gesehen, ja, oder halt auch ein bisschen weniger in der Hocke, hast du natürlich, wirst du nicht so arg gesehen. Mal schnell gucken. Da was entdeckt? Nö. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist kein Spiel für Leute, die jetzt wirklich permanente Action suchen, sondern hier hast du auch mal Phasen, wo du einfach nur rumläufst und mal guckst, ob du hier irgendwas vielleicht entdecken kannst. Ja? Oh, manchmal wirst du auch von einem Fuchs angegriffen, das können aber Sachen sein, die passieren halt einfach so. Ja? In dem Fall, wir sind hier in so einer Art Lichtung. Das ist für mich auch ziemlich interessant. Hier war ich tatsächlich auch noch nie. Deswegen möchte ich da ja auch unbedingt jetzt in diesem Teil hingehen. Wir werden das vielleicht mit den Moderatoren zusammen, werden wir das vielleicht mal in einem Stream spielen. Oder vielleicht generell mit der Community, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, boah geil, das ist ein Spiel, das habe ich mir schon immer gewünscht. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, und das muss ich euch wirklich an der Stelle eindringlichst sagen, es ist ein verdammt schönes Spiel. Optisch gesehen macht das einen super geilen Eindruck und gefällt mir persönlich unbeschreiblich gut. Ich habe da wahnsinnig Bock drauf und ich denke mal, es wird vielen auch so gehen, die gerade Bock auf eben so ein bisschen Jagd haben. Gucken wir mal nicht, dass uns was hier entgeht. Erstmal hier ein bisschen an einen Halt einlegen. So, gucken wir mal schnell. Nicht, dass wir, wie gesagt, ich will hier nichts verjagen, was vielleicht da gewesen wäre, wären wir nur ein Stückchen leiser gewesen. Hier geht es natürlich jetzt, wie gesagt, hier in die Richtung haben wir natürlich voll unsere Duftfahne. Das heißt, in die Richtung werden wir wohl kaum irgendwas kriegen. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen vor und gehe ein bisschen quer hier rein. So, gucken wir mal schnell. Ja, in einem Stream kann ich mir dieses Spiel unbeschreiblich gut vorstellen. In einem Let's Play, vielleicht werde ich ein paar Folgen einfach so aufnehmen, wenn ich mir denke, das könnte jetzt eine coole Sache sein. Aber ganz ehrlich, optisch, so wie das aussieht, ist das schon eine verdammt geile Geschichte, ja. Also optisch, muss ich sagen, macht dieses Spiel einiges richtig und für einen Simulator definitiv eins der schönsten Spiele. Ganz, ganz klar. Also ob sowas, auch mit diesen Licht- und Schattenspielen im Regen ist es total geil. Also wenn es hier mal der Regen anfängt, das ist eine Stimmung, die ist
phänomenal. Wir laufen natürlich jetzt komplett... Alter Schwede, ist das hübsch. So, wir laufen natürlich jetzt in die falsche Richtung. Aber es macht nichts. Bewege mich jetzt auch ein bisschen schneller auf mein Ziel zu. Und versuche jetzt auch noch ein bisschen Bogen zu gehen, weil wir halt hier tatsächlich total blöd in unserem... Alter Schwede, ist das cool. Das gefällt mir einfach so gut. Hm, hier sehen wir nichts. Ich habe mal so ein paar Rehe entdeckt gehabt. Die waren... Das waren 12 Tiere oder sowas. Da hast du... Da habe ich mit einem guten Wilder zusammen mal einen kleinen Probelauf gespielt. Das war phänomenal. Also wenn du dann 12 Tiere vor dir hast und dann du den einen links, ich den einen rechts und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das ist schon cool. Natürlich solltet ihr, so wie ich jetzt hier durchrumpel, niemals vorgehen. Alles, was hier jemals gewesen wäre, hättet ihr in dem Moment dann auch tatsächlich schon verjagt. Das ist irgendwas Spezielles. Das schaut nicht original. Also das schaut aus, als wäre hier ein Wildschweinplatz. Hier ist irgendwas zum Aufbauen. Da könnten wir uns jetzt mal. Da könnten wir uns. Ach, das ist ja super, dass ich das gerade entdecke. Hier war irgendwas. Irgendwas habe ich gerade rufen hören. Ich habe leider zu spät reagiert. So, wir könnten jetzt hier Baukosten 2100. Machen wir. So. Wir haben jetzt hier einen EP-Bonus. Und haben jetzt hier so einen Jägerstand gebaut. Was ich zum einen ziemlich cool finde, weil der ist ja cool. Was ich mir wünschen würde, wäre noch eine Möglichkeit, diese Jägerstände, die man hier bauen kann, stückweise aufzuverbessern, ja, dass man dann noch ein Tarnnetz, ein besseres drüber schmeißt, um seine Sichtbarkeit zu reduzieren. Und solche Geschichten würde ich mir da einfach wünschen, wenn die noch dazukommen würden. Weiß aber auch, auf der anderen Seite weiß ich tatsächlich auch nicht, ob die Entwickler an solche Sachen nicht schon gedacht haben, schon längst, ja, und da Bock drauf haben, so ein aufrüstbares System zu machen. Ein Brunftschrei, ah. So, runter da. Diesen Ladescreen, ob der bleibt, weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, wir das nicht, weil ich finde das ein bisschen schade. Aber, boah, hier drüber zu laufen ist ja ein ganz großes Kino. Das hört halt in alle Richtungen. Ich entdecke leider dauernd Sachen, die halt natürlich nicht sind. Ja. Also ich bin ein ganz großer König im Entdecken von allem Möglichen, was nicht da ist. Manchmal entdecke ich dann tatsächlich auch irgendwas, wo ich mir denke, ah, cool. Ja. Aber da könnte ich natürlich auch gleichermaßen, könnte ich natürlich hier auch hergehen und mit dem Fernrohr ein bisschen gucken. Aber... Hier sehen wir tatsächlich nichts. Wir hatten aber hier... Irgendwas war hier. Mother of God! Kann ich noch weiter ran? Ich hab's... Ich weiß nicht, ob ich es erwischt habe. Aber wir werden dem Ganzen auf jeden Fall auf den Grund gehen. Leider ist das die schnellste Gangart. Ich wünschte mir, da würde nochmal speedmäßig was gehen. Aber schneller kommst du leider nicht voran. Wir sehen auch hier im Übrigen, wir hinterlassen auch ein bisschen eine Spur, wo wir gehen. Aber wir dürfen jetzt eins nicht vergessen. Wir haben jetzt ein Reh hier angeschossen. Das heißt, es wird angeschossen hier rumlaufen, bis es irgendwie kollabiert. Das heißt, wenn wir es getroffen haben, werden wir hier auf dem Weg irgendwo eine Blutspur finden. Der müssen wir natürlich dann nachgehen, egal wo das arme Tier auch hingelaufen ist. Und wir haben es getroffen.
Es hinterlässt auch hier eine Spur. Und nicht tödlicher Treffer gerade eben. Und wir haben hier die Spur. Und wir haben es auf jeden Fall angeschossen. Und es ist hier reingelaufen. Und wir sehen hier, wir können es hier nach wie vor verfolgen. Es hat hier Hacken geschlagen. Und hier ist es lang. Da haben wir noch was. Es ist manchmal super schwierig, wenn ihr solche Tiere verfolgt, dann zu finden, wo es weitergelaufen ist. Ja, also manchmal, ich habe auch schon Tiere über Minuten verfolgt, die dann plötzlich echt einfach im Nirgendwo verschwunden sind. Wie jetzt hier zum Beispiel. Ah, da oben. Wir haben's. Meine Lieben. Da ist es. Wir haben es erwischt und zwar auch ein weibliches. 24,92 Kilogramm. Muskelmagen. Oh, das arme Tier. Mir tut das dann auch tatsächlich immer volle Kanne leid. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Missionsgeschichte? Ja, das interessiert uns jetzt alles nicht. Abgeschlossen, topografische Exkurse. Da sollen wir Missionen verfolgen. Könnten wir jetzt machen. Dann hätten wir jetzt eine Story-Mission, die wir abschließen oder weiter fortführen sollten. Wir arbeiten uns gerade hier auf den nächsten Level vor. Bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, wo wir jetzt gerade uns aktuell eigentlich aufhalten, leveltechnisch her. Aber ich würde sagen, unser Exkurs bringt uns jetzt dann wohl als nächstes zurück zu der Geschichte hier vorne im Aussichtspunkt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber wir könnten natürlich auch sagen, dass wir hier zum Beispiel hingehen oder dass wir hier weitergehen. Die Karte im Übrigen in Hirschdorf ist riesig, ja. Es gibt wahnsinnig viele auch noch sonst zu entdecken, aber hier haben wir einen Hochsitz zum Beispiel, hier haben wir einen Außenposten, unbekannt, die sind alles noch unbekannt, hier haben wir dann eine Jagd, einen Hochsitz wieder. Ja, da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt hier rüber. Oder aber wir sagen, wir verfolgen unser Ziel einfach jetzt weiter und gehen jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Wer weiß, was uns hier noch erwarten wird. Dann könnten wir uns aber auch gleichermaßen hier noch einen Wegpunkt setzen. Und laufen hier wieder einfach in diese Richtung. Mir persönlich muss ich euch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, nach ein paar Minuten Spielzeit, mein Fazit ist, ich mag solche Spiele. Ich bin bei sowas total begeisterungsfähig und freue mich dann auch tatsächlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sowas... oh, nee. Das hört bestimmt keiner. Und wenn, dann wären wir jetzt am Ende... Wie gesagt, ich bin bei solchen Spielen unglaublich begeisterungsfähig und freue mich auch jedes Mal hier irgendwas zu sehen, was zu treffen. Auch wenn das natürlich jetzt für all diejenigen unter euch, die sagen, boah, nee, warum machst du denn das jetzt? Jäger ist doch nicht cool. Ich muss sagen, ich finde das Spiel motiviert auch durch dieses EPE- und Level-System sehr stark, hier noch weiter zu spielen, nochmal zu gucken, wo es noch, was du noch machen kannst, was du noch erreichen kannst. Es ist, gibt ja nicht nur die Karte, es gibt ja auch noch andere Karten, die man hier durchaus noch anschauen könnte. Und das werden wir auch mit Zeiten tun. Ich werde vielleicht jetzt dann auch mal in eine andere Karte reinschauen. Und dann gucken wir uns das einfach mal in eine andere Richtung an. Ich laufe hier die ganze Zeit mit Waffe rum, das ist vielleicht nicht unbedingt so die cleverste Idee. Weil wer weiß, was uns hier entgeht, wenn wir das... Ah, hier hätten wir nochmal einen Hochsitz, könnten wir noch was bauen. Ich würde ihn aber nur ungern bauen. Geräuschwahrnehmung, ein Tier hatte ich gehört. Jetzt hätten wir hier eine Baukostner. Jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt, ist das jetzt aufgedeckt, das Ding, oder gilt das immer noch als verloren? Ich weiß es jetzt nicht, aber jetzt warte mal, wir sollten ja, unser Ziel war ja hier runter zu dem Wegpunkt zu gehen. Das ist jetzt weiter entfernt, 500 Meter, aber auf der anderen Seite, ihr seht schon, wenn man da ein bisschen Gas gibt, dann geht das relativ zügig. Aber, was auch immer eine Idee ist,
mal so einen Horchhalt zu machen. Das heißt einfach, ihr bleibt hier sitzen, horcht einfach mal, was hier so in der Umgebung sich befindet. Wie gesagt, wir sind hier durchgerumpelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Alles, was hier sein sollte, ist jetzt mit Sicherheit schon alarmiert und weg. Ich habe mit Wilder tatsächlich lange Zeit auch einfach mal... Oh, ein Dammhirsch. I notice you're after a fallow deer. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. Und jetzt sind wir auf der Jagd. Das ist hier wirklich, wir haben eine Spur gefunden von einem Dammhirsch. Und der war hier vor kurzem erst. Und jetzt ist halt die Frage, wir könnten jetzt, wie gesagt, in eine niedrigere Position gehen. Und schauen, dass uns der zum einen nicht sieht. Oh, das ist hübsch hier einfach nur. Ey, ich finde es so schön gemacht, das Spiel. Oder wir gehen halt eben in etwas schnellerer Position hoch. Und der Dammhirsch ist diese Richtung. Hier haben wir eine zweite Spur, die ist jetzt deswegen auch andersfarbig. Wir verfolgen jetzt nicht diese Spur, sondern diese Spur. Das ist ein Unterschied. Wir müssen bloß aufpassen. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir zu nah am Tier dran sind. Da müssen wir dann extrem aufpassen. Hier in dem Fall haben wir zum Beispiel hier die Möglichkeit, jetzt tiefer zu gehen. Ich gehe jetzt mal langsam. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und wir sehen uns. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.